Der Prüfer war gestern Abend noch da und hat uns das Sägewerk abgenommen. Er meinte, wir bräuchten noch eine Fahne, aber das wäre nicht so relevant für die Sicherheit, nur für das Erkennungsmerkmal. Ne? Da meinte ich, jo, komm, übertreib's nicht, aber sonst ist er mit allem zufrieden. Gitter habe ich so um ihn zugezogen, meinte er, das ist top, das hat er so noch nie gesehen. Sehr zufrieden, weil somit ist alles gesichert. Und in dem Fall würde sogar die Versicherung mitgehen, falls man hier reinrennt und man sich an den Sägen verletzt. Weil man kann ja aktiv nicht reingreifen. Und er meinte, da müssen wir schon bewusst einbrechen und drüber springen. Und in rotierende Sägen zu springen, das wäre abgedeckt. Und darauf werden wir auch unser Siegel bekommen. Und das ist halt sehr gut. Also er hat, die ganze Prüfung ist bestanden. Er meinte nur nach, es wäre halt gut, weil es ist nicht so relevant, aber hier mit dem mit der Schleifecke, da müsste er nochmal kurz vorbeikommen. Er meinte aber auch, wenn wir so gut gearbeitet haben hier, könnten wir ihm ein kleines Bild schicken, wenn wir fertig sind, und dann würde er das einfach abstempeln, weil er sieht ja die Qualität, die wir hier geleistet haben, und deswegen vertraut er uns. Mit der Büroecke ist er auch zufrieden, weil er meinte, man muss ja ein bisschen gucken, was geht. Er hatte nur einen kleinen Mängelpunkt und das muss man halt beheben noch, weil hier ist nicht ersichtlich, was man hier machen kann. Wir haben ja gesagt, das ist Anmeldung, Lieferschein und Export. Und das muss man hier mal noch draufschreiben. Somit brauchen wir mal ein Schild. Und das machen wir mal. Der Kerl hat Hunger. Also gehen wir erstmal was essen. Gehen wir gucken, ob die Hühner schon wieder Eier gelegt haben. Aber ich glaube nicht, weil ich so weit weg bin, ne? Was soll ich denn heute essen? Ich kann doch mal Wassermelone essen, ne? Moinsen, ihr Hühner. Komm, blopp mal eine Runde raus hier. Blopp, 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 blopp. Blopp, 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 blopp. Blopp, 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 blopp. Ich hätte gern ein Ei. Zwei Hässe? Ein bisschen wenig, ne? Das ist ein bisschen wenig. So, mach mal Babys. Du willst? Du. Ihr wollt alle irgendwie teilweise nicht, ne? Manchmal ja, manchmal nein. Du hängst immer noch hier drin. Geh jetzt da raus. Danke. Oh, das ist geflogen. Ah, Baby. Danke. Ich würde euch ja viele mehr geben, Leute, aber... Ah, da war noch eins. Aber warum springst du immer? Oh, da hat einer geploppt. Wir haben schon aufgehoben. Super. Haben wir drei Eier? Nein, die Eier sollst du behalten. Ist auch nicht dick, ne? Aber... Wo ist das im Leben, ne? Wir können zwar nicht schnell laufen, aber wir können schnell fliegen. Oh. So, jetzt aber. Vielleicht muss ich, wenn ich reinkomme... Ich ziehe ja immer hoch. Vielleicht muss ich hochziehen und dann noch einmal runtergehen, damit er nicht so hoch steht, dass er flacher fliegt, ne? Ja, das ist die Idee. Dann klappt's auch. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir was zu essen noch kriegen, ne? Mal was hinter die Zähne schallern hier. Das muss mal sein, ne? So, Versuch. Kartoffis. Wir können auch uns Bratkartoffeln machen, ne? Das wäre auch eine gute Sache. Komm, dann machen wir uns eine Portion Bratkartoffeln. Ich will aber auch gern 1, 2 dry Kürbisse. 1, 2 dry Zucker. Okay, den machen wir schnell mal hier. Ist halt geil, dass der Kürbiskuchen, den kannst du einfach hier auf der Werkbank machen mit rohen Eier. Ne? Und die Bratkartoffeln, die musst du in den Ofen packen. Also soweit ich weiß, muss man einen Kuchen auch immer backen. Ne? Aber ist okay. Kann man auch so machen. Bratkartoffel, Ahoi. Ihr könnt mal durchbaken. Und ich gönne mir mal in der Zwischenzeit hier ein ganz kleines Stück Kuchen. Hat schon zwei Stück gegessen, so viel zu einem Stück. Und dann wollen wir ein bisschen Erde mitnehmen, weil das müssen wir im Lager ja auch noch machen. Du? Nimm mal lieber zwei Stacks mit, weil ich nicht weiß, wie viel ich tatsächlich brauche. Und über die Schleifstation, da müssen wir uns Gedanken machen. Cool wäre, wenn wir tatsächlich irgendwo einen Diamantblock finden würden. Und dann wird... Wir haben den. Weil dann könnten wir den so als Diamantschleifer benutzen. Eine feine Körnung. Und dann würde ich mir hier noch so einen Redstone-Schleifstein bauen. Und vielleicht noch einen Eisenschleifstein. Ja, das sind dann die verschiedenen Körnungen, die wir darstellen, Leute. Okay? So machen wir das. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ich weiß aber... Ah, da habe ich nur einen. Ja, das ist C'est la vie, würde ich mal sagen. Dann machen wir das so. Das finde ich eine sehr gute Sache. Und dann warten wir kurz noch auf die Kartoffis, ne? Guck mal hier. Kannst du die wieder zurückpacken? Nein, geht nicht mehr. Was kann ich doch kurz mal rauswerfen, weil ich sowieso wieder vergesse? Ich schmeiß die Kartoffeln raus, die vergesse ich hundertprozentig nicht. Weil hier müssten doch normalerweise... Ja, da sind sie ja schon. Die Kleine. Die Kleine. So, die ganzen Rest nehme ich natürlich mit, weil ich ja immer noch was brauche. Ich kenne mich ja, ne? Man braucht immer von allem ein bisschen. So, und dafür sind die Inventare viel zu klein. Ja, ich könnte die Schalker-Boxen nutzen, Leute. Ich weiß es, aber... Wieso? Wieso soll ich sie denn nutzen?
Dadurch hätte ich ja nur mehr Platz. Das macht doch gar keinen Sinn. Musst du doch verstehen. Oh, die rotzen aber gut durch hier, ne? Was nutzen da für Wörter, Junge? Rotzen. Naja, ich trinke mal ein Schlückchen. So, und dann sind noch hoffentlich noch eine. In der ganzen Nacht ist nur eine Kartoffel durchgegangen. Ist okay. Akzeptier mal so. Ich würde es gerne mal versuchen, ob ich. Ja. 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 Ihr habt's verstanden, ne? Ihr habt's verstanden, ja. Ist mir schon klar. So, gönn dir Kartoffi. Gönn dir eine Rakete. Und wir gucken dann mal kurz in der Eisenfarm. Oh, das war gerade vorbei. Ey, da war's dran vorbei. Blim. What? What? Okay, das ist ja mal krass. Da hat die aber richtig zugelegt jetzt, ne? Also die Eisenfarm lohnt sich auf jeden Fall. So. Schön reinfliegen. Schön halten. Guck mal, so müsste man fliegen. Habt ihr gesehen, wie lang der geradeaus fliegen kann? Okay, hier müssen wir jetzt unsere Schleifstation bauen. Die Schleifsteine hätten wir hier. Da hätten wir den Diamantblock. Jetzt würde ich aber mal sagen, pass auf, kann ich dich so setzen? Ja, ich würde davon gern zwei Stück nebeneinander setzen. Oder nein, wir setzen davon einen. So, und dann hätte ich gern den Diamantblock. Den bauen wir dahin. Und dann hätte ich hier gern... Wir müssen es von der Körnung anders machen. Wir machen es anders von der Körnung. Wir sagen einfach, der Eisen, das ist der erste. Dann pack ich den dahin. Pass auf, du kommst mal kurz nochmal weg. Das ist der erste, den wir schleifen. So, den schleifen wir so. Dann geht es von Eisen über Redstone. Wir sagen einfach, das ist eine, sag ich mal, mit was fangen wir an, welche Körnung? So eine 600er Körnung. Dann gehen wir auf eine 2000er Körnung. Ne? Oder erstmal eine 1000er. Genau, sagen wir so 600er, 1000er Körnung. Weiter geht's dann mit einer 4000er Körnung und da hören wir auf. Hören wir mit einer 4000er Körnung auch. Da sind die sauber, dann passt das so. Okay, jetzt bräuchte man... Ich weiß noch, was fehlt. Ich weiß, was fehlt. Leute, ich weiß, was fehlt. Was fehlt denn in einer Schleifdings? Was fehlt denn? Ist ja ganz klar, was fehlt. Ein Kessel. Weil es wird immer nass geschliffen, Leute. Nicht trocken. Das ist nicht gut. Trockenübung wollen wir nicht. Na komm, das. Oh, das hätte klappen können. Das hätte klappen können. Ich hätte es machen sollen. Ah, egal. Jetzt nicht. Ein Kessel. Habe ich noch einen Kessel hier? Lass Kessel. Schon Eimer. Aber schon kein Kessel. Wir bräuchten aber noch ein kleines Regal. Für Sachen zu verstauen. Da können wir tatsächlich mal klassisch wieder eine Kiste bauen. Aber ich brauche einen Kessel. Ein Kiesel. Kies. Kressel. Kessel? Kessel. Da. Oh, viel Eisen. Aber wir sind ja The Rich Kid im Eisen, ne? Also können wir das... Lass Kessel, ne? So sieht's aus. War das jetzt so oder war es tiefer? Ne, es war so. Ein Kessel. Super. Dann brauchen wir wieder einen schönen Eimer. Leute, ich hab's ja gesagt. Ich habe ihn nur zurückgelegt, weil ich gedacht habe, ich brauche ihn nicht mehr. Und siehe da, kaum zurückgelegt, schon brauchen wir den Dreck wieder. Ist so. Wir haben noch einen Kohleblock. Ja, pass auf. Mit dem Kohlenblock können wir ja eine schöne Maserung machen, ne? Also das klingt ja ein bisschen komisch, aber ich weiß, es gibt so ein Verfahren. Da kann man das Eisen wird in irgendeine, keine Ahnung, in irgendwas eingelegt. Und wenn es dann rauskommt, dann wird es, ne, wenn die Maserung dann drauf ist, wird es mit Kohle bestrichen und dann zieht das Eisen das an. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Pass auf, dann machen wir mal hier Kessel da. Und hier kommt noch den normalen Block. So. Hier kommt dann den speziellen Schliff. Das sieht cool aus. Das sieht mega aus. Okay, Wasser bräuchten wir noch. Einmal. Ja. Fliegen wir. Ich weiß nicht, wie das Verfahren heißt. Aber ihr kennt das bestimmt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Glaubt mir einfach. Das gibt es auf jeden Fall. Es kann aber auch sein, dass das nicht mit Kohle gemacht wird, sondern so eine Zusammensetzung, ne? Ich möchte mich da auch nicht festnageln und nagelt mich nicht darauf fest. Ne, das heißt so und so. Also schreiben könnt ihr das gern, wenn ihr es wisst. Aber ich kenne das Verfahren nur. Ich weiß auch nicht, wie es hergestellt wird. Also das ist die Schleifecke. Gefällt die mir? Ich finde ja. Die gefällt mir wirklich. Die sagt mir voll zu. Ja, ist ja eher so eine Erzabteilung, ich weiß. Aber es sind halt Körnungen, ne? Es sind halt spezielle Diamant-Schleif-Dinger, die Schneidedinger, so. Ja,
hätte aber noch eine kleine Idee. Ich will mal gucken, ob es funktioniert. Hier. Eins. Zwei. Und dann hier auch noch zwei hinlegen. Moment. Die waren Fische, ne? So. Super. Dann sieht das so ein bisschen aus wie ein Holzboden. Weißt du? Hier kommst du hin, dass du beim Schleifen die Erdung behältst, ne? Stehst du auf Holz, nicht, dass du einen Stromschlag kriegst. Theorie, Leute, Theorie. Ich habe noch nie einen Stromschlag beim Schleifen gekriegt. Also ist okay. Ist auch Blödsinn. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Cool. Finde ich schön. Wirklich. Die finde ich wirklich geil. Das wird mal eine Schleifecke. Nee, von hier oben. So. Müssen wir noch das Bild schicken. Deswegen müssen wir ein Thumbnail machen. Ne, Pamsle. Dann haben wir das schon mal gemacht für heute. Dann haben wir die Schmiede. Fertig. Ich überlege nochmal drüber nach. Also ich denke gerade nochmal drüber nach. Mit euch gleichzeitig. Ich lasse natürlich auch meine Gedanken teilhaben. Ich blende mal aus. Das hier sieht sehr schön aus. Ich überlege gerade nochmal, noch hier noch Eisenstreben hochziehen können. Mit denen hier. Wir probieren es mal. Ich finde es so aber sehr urig. Also mir gefällt es sehr gut. Muss ich wirklich sagen. Es könnte aber sein, dass wenn wir das hier jetzt machen, das sieht vielleicht gut aus. Vielleicht auch nur suboptimal. Ne, das sind dann so die Stäbe, die werden bis oben hin geschoben, wenn man dann hier die Stämme reinmurkst, sage ich mal. Ne? Da kann nichts mehr dran. Da kann nichts mehr dran. Super. Okay. Dann müsste man hier einen Schwarzeichenblock reinpappen. Den hätten wir da. Super. Ja, wir versuchen es nochmal. Versuch 3. Super. Du bist gleich tot, wenn du so weitermachst. Ist ja schon klar, ne? Jo, ist mir klar. Ist mir aber scheißegal. Ja, darüber muss ich nachdenken, Leute. Also hierüber muss ich nachdenken. Also ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Wir bauen es aber erstmal hoch. Komm, wirklich, ohne Scheiß. Geh näher ran. Ich hatte es die ganze Zeit immer dastehen, ne? Es hat super geklappt. Nein, ich wollte es jetzt einfach mal einen Block weiterstellen. Jo. Und da den. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist mir zu. Weißt du? Oh, es geht zwar, ne? Moment, das Auge? Das Auge ist mit, wie man so schön sagt. Nee, das ist es nicht. Das da kommt wieder direkt weg, aber sowas von direkt. Super. Lüm. Immer eins runter. Super. Jetzt ist die Frage, kann ich den jetzt hier... Aber ja, so klar. Vor allem, das war auch gar nicht der Richtige, ne? Doch. Das ist der Richtige. So. Und so, weil das ja der Überhang ist, ne? Deswegen ist das der Richtige. Einen lass mal stehen. Weg. Und... Ne, zwei bleiben stehen. Zwei bleiben stehen, nicht ein. Ein ist zu wenig. Zwei. Ja, war ein Versuch wert, ne? Aber manchmal ist zu viel einfach zu viel. So, Dorn, Leute. Essensstelle hätten wir. Chefbüro. Ah, ne, es fehlt noch was. Moment, es fehlt noch was. Upp. Muss das Schild ja noch machen, ne? Moment. Schild. Da. Kamisin-Schild. Ne, ich will einfach... Schwarzeichen-Schild. Ne. Fischte? Ernsthaft, ich hab ganz dick dabei. Wo ist dann Fischte? Kann ich hier noch eine Fischte da? Super. Sticks sind hier. Super. Drei Stück, ja. Das ist genau die Anzahl, die ich brauche. Wir gucken mal. Ich hoffe es... Ne, ich brauche nur zwei, ne? Zwei waren es. Zwei. Okay. Hau drauf. Was schreiben wir dann? Anmeldung. Lieferschein. Ja, Moment, hier kann man noch ein Leerz... Ah, da kann ich nicht machen. Moment, ich hätte da gerne so ein Leerzeichen, ne? Kann ich da vorne... Moment, wir machen es mal anders. Was ist denn jetzt los? Ach so, das funktioniert so. Ja, Moment, wir haben es gleich. Leute, wir haben es gleich.
Lösch es doch einfach und schreib es nochmal neu. Du bist doch zehnmal schneller, wenn du es neu schreibst. Anmeldung. Dung. Anmeldung. So, und dann Lieferschein. Ja. Und hier haben wir dann noch den Export. So. Oh, pass auf, pass auf. Ich hab's noch geiler. Moment. Wir machen hier Import. Export. So. Bamsle. Ist doch geil. Das ist doch geil, Leute. Das ist doch mega geil. Schade, dass die Schrift so schlecht lesbar ist, ne? Aber ist doch geil. Hast du Anmeldungen und Lieferscheine hier, ne? Zack, dann steht der hier. Der kleine Customizer hier, ne? Und der kleine Dealer hier. Steht der hier, zack, zack, kommt der raus. Und hast du auf der anderen Seite Import-Export. Da guckt er mit den Papieren, ob die Frachtpapiere gut sind. Läuft er hier wieder zurück, geht rein. Zack, stempelt das Ganze ab. Ne, guckt er, nimmt er sein Papier hier raus. Kann man noch Papier machen, ne? Und dann unterzeichnet er das und dann geht er. Finde ich mega. Jetzt sind wir Dawn. Dawn. Wirklich Dawn. Dann ist fertig. Hier haben wir dann unsere kleine Werkstatt. Na, hier wird das Holz gebogen. Hier haben wir das Edelholz liegen. Finde ich gut. Dann haben wir hier die Schleifstation. Die finde ich auch mega cool. Und ich opfere gerne die Blöcke dafür. Das ist mir egal. Fällt mir sehr, sehr, sehr gut. Hier haben wir dann die ganze Stämme, die verarbeitet werden. Ne? Man kann hier natürlich die Produktionsstätte hier immer zwischendurch dann aufhören. Da kann man hier beispielsweise Rindbäume rausnehmen. Hier geht es dann weiter in die Bretterverarbeitung. Und auf der anderen Seite werden halt kleine Blöcke geschnitten, ne? Einfach normal, dann entastet und dann werden sie versiegelt, ne? So, dass es ein kompletter Block ist und sieht super aus. Das ist wirklich mega. Also, ich bin da, wow. Bin wirklich flashy davon. Gefällt mir sehr gut. So, und hier, dachte ich, hätte hier noch irgendwas gesehen. Nee. Und hier ist halt so, hier wächst der Wald hinten dran, der müsste viel größer sein, ne? Aber wenn ich das alleine auch aufforste, muss man ja ganz ehrlich sein, ihr habt ja gesehen, das hat fast eine ganze Folge gedauert, für das hier zu machen. Das ist halt viel zu lang. Und hier werden die Bäume gefällt. Hier liegen sie da schon halb entastet um, ne? Für dann hier reingeschoben zu werden. Das muss der Azubi dann machen. Der Letzte hat sich natürlich einen Finger abgeschnitten. Kann mal vorkommen, ne? So ist das halt. Ein guter Handwerker hat weniger Finger, ne? So, also ist da Blödsinn der Spruch, aber habe ich jetzt einfach gesagt. So, finde ich gut. Finde ich wirklich schön. Dann hätten wir das Sägewerk. Also das Werk im Sägewerk. Also das Werk selbst hätten wir abgeschlossen. Fehlt nur noch die Fahne vorne, ne? Da müssen wir uns was überlegen. Das lasse ich mal offen für euch. Da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was wir für eine Fahne bauen sollen. Oder ob wir zwei Fahnen bauen, zwei unterschiedliche. Das können wir dann gucken, ne? Das machen wir dann. So, das finde ich gut. So, jetzt habe ich dann abgeschlossen und wir haben noch eine halbe Folge vor uns. Ah, da kriegen wir doch locker hin. Ja, komm, wir nehmen mal das Eisen hier raus und die kommst du dann nach unten. Und die Blümchen bleiben hier. Wir müssen auch mal anfangen, den Baum hier zu bauen, ne? Und dann habe ich die Erde vergessen, ne? Die habe ich mitgenommen. Super, super. Dann nimmst du mal die Erde runter. Da erdst du die mal ein, ne? Das ist keine Erde. Fast richtig, aber trotzdem total falsch. So. Und nochmal zurück. Nein. Super. Und nochmal zurück. Und nochmal zurück. Also hin und zurück. Erde? Ja, hat er verstanden. Super. Okay, wir müssen uns dann noch tatsächlich ein bisschen um Essen kümmern. Dann würde ich mich gerne ein bisschen auf dem Feld aufhalten oben gleich. Ja. Boah, wie schön. Also mir gefällt es frisch gut. Man kann natürlich noch viele Ergänzungen links und rechts machen. Ist mir schon klar. Ich habe nicht genug Erde mitgebracht, ne? Nö. Warum sollte ich auch genug Erde mitbringen? Wäre mal was Neues bei mir. Aber ich habe noch... So einen habe ich noch. Guck mal. Okay, also ein Stack, das müsste reichen. Dann gehen wir den noch holen. Und dann können wir hier mal ein bisschen auspacken, ne? Ja. Tschuuu. Hier eine Kartoffel. So, schön langsam hier. Und raus. Rein in dem Fall. Okay, ein bisschen Erde brauchen wir. Und dann müssen wir mal gucken. Wir haben noch keine Kiste für Metalle, ne? Weil das hier gehört ja für mich im Endeffekt so das da in so eine Metallkiste. Aber auf der anderen Seite, so what, ne? Mal den da, das ist perfekt. Das ist perfekt. Dann kann man mal die Fischen ausladen. Oh, ich hab wieder meinen Rücken. Quält mich gerade wieder ein bisschen. Ich kann nicht zu lange sitzen bleiben. Das ist fast 3 Stunden schon am Schreibtisch hier. Und das ist halt nicht so geil. Immer so, das rein. Das rein. Super. Schwarzeichen ist oben drüber. Da kann man tatsächlich auch alles, was die... Ne, das lassen wir liegen. Wir könnten die Blockhütte anfangen, Leute, ne?
Oh, die Blockhütte hätte ich Lust drauf. Das ist Fischte. Auf die Blockhütte habe ich wirklich Lust. Die ist mir gerade wieder spontan eingefallen. Aber da hätte ich Lust drauf. So, die Steine können wir dann jetzt auch endlich ausladen. Ne, das ist oben. Super. Die sind aber hier. Du fliegst nach oben. Und so. Super, dann haben wir die mal da drin. Stein kommt nach Dings. Hier sind die Treppen drin. Das ist huge. Hier kommt das Steinchen hin. Und die Knöpfe, Schwarzeichenknopf, musst du auch noch hier hin machen. Es, ernsthaft? Ah, da haben wir schon 64 Stück. Okay. Golem, lass mich in Ruhe. Ich nerve dich nicht, du nervst mich nicht. Du willst nur, dass ich dich schaue. Das ist das Einzige, was du willst, dass du auf mich schauen kannst. Ist mir schon klar. Aber nee, mein Freund. Nee, mein Freund. Guck mal, Leute, jetzt kriegen wir wieder Ordnung hier rein. Da finden wir ja schon mal richtig gut. Hier kommt das Eisen rein. Pämsle. Wir haben sehr viel Eisen. Das finde ich gut. Hier ist meine Wühlkiste. Die finde ich auch immer praktisch. Die mag ich total gerne. Tatsächlich. Wir müssen auch die Lava-Farm wieder in Betrieb nehmen, ne? So, die hier, die Schleifsteine brauche ich dann nicht mehr. Dann brauche ich jetzt Eisengitter. Ich lege das jetzt einfach mal hier in die Verbrauchskiste mit rein, ne? Ja, dann machen wir das. So kann man das wirklich machen. Okay. Den Bogen, den kommt dahin, Skeffis kommt dahin, Erde haben wir dabei. Ich möchte dabei ja so haben, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Sollten wir trotzdem noch eine Schalkerkiste mal bauen, ne? Und vor allem, ich habe auch immer meine Endertruhe dabei und ich brauche es im Endeffekt nie, ne? Eins, zwei. Die bauen wir drüben. Wir nutzen die jetzt, Leute. Weil ich habe ja, also die grüne ist ja für Ozean, also die da, die türkise. Und ich habe aber noch keine für den normalen Gebrauch. So, und dann wird es aber jetzt Zeit, das mal zu machen, ne? Okay. Super. Super. Gut. Dann brauche ich erstmal eine normale Kiste. Von was habe ich dann am meisten? Tropenholz tatsächlich, ne? Machen wir so. Dann bauen wir uns eine schnelle Kiste. Das ist fast eine Kiste. Hast du super gemacht. Dann kannst du alles rausnehmen. Dann bauen wir Kiste. Super. Ich hätte gerne braune. Aber haben wir noch nicht, ne? Weil wir es noch nicht haben. Dann stellen wir die mal kurz hier hin. Holz rein. Typ. Raus. Ich packe jetzt erst alles mal nach Hause. Und wir können das immer noch wieder holen kommen. Oder, ne? Ready machen für unser Blockhaus. Aber ich möchte jetzt gerne erstmal ein bisschen Ordnung wieder schaffen. Ne, das brauchst du gleich noch. Dass das hier sozusagen mal wegkommt. Weil das muss so nicht sein. Hätte schon gar noch einen Kessel gehabt. Naja, so ist es im Leben, ne? Komm da rein. Machen wir die mal voll. Super. Und dann nehmen wir uns die Erdblöcke. So, das machen wir so. Das finde ich besser. Du musst die Kiste auch mitnehmen. Sonst wird das hier nichts. Super. Und dann machen wir die Erde. Und dann gucken wir weiter, ne? Auch das ist schön. Stimmt, weil die Blockhütte, die war ja... Was war die Story hinter der Blockhütte? Ich weiß sie nicht mehr. Ich glaube... Das sollte für einen Arbeiter sein oder den Chef. Ja, mal sagen wir einfach so. Der Chef hat von der Großindustrie, ne? Weil das ist ja nur ein Teil des Sägewerks, ne? Werk. Das ist ja nur hier. Das ist ein ganzes Agglomerat an Unternehmen, ne? Und er ist Geschäftsführer, baut dann hier seine Blockhütte am See, ne? Ist ja klar. Ist ja klar. Da brauchen wir gar nicht drüber zu faxen. Das ist nun mal so, ne? Okay, das hier hätten wir. Finde ich dann soweit gut? Ich finde das sehr gut. Die ganzen Fackeln hier, die nerven mich aber ein bisschen, weil sie halt nicht schön sind. Wir haben ja aber unsere Laternen schon mal gebaut, ne? Die könnten wir dann auch übernehmen, das System hier, damit das System überall gleich bleibt. Das ist halt wichtig. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich sie gebaut habe. Also die hier ist leer. Schmelzofen, gut, Gott sei Dank hast du einen hier stehen. Der kommt dann in die Blockhütte und das Bett hätten wir auch. Okay, dann will ich noch kurz mal in die Eisenfarm. Dass wir das nochmal einmal kurz inspiziert haben, wie viel Eisen jetzt noch hier reingekommen ist, weil das kann man ja mitnehmen. 11 Eisen. Ey, ich habe das Gefühl, seitdem ich hier rumstehe, geht das viel schneller, ne? Naja, so ist das halt. Komm, flieg. Tschüss. Ja, so langsam kriege ich Bock auf das Village bauen. Aber das wird ein richtig long Project, Leute, ne? Das ist, aber es sind alles long Projects hier, ne? Guck mal, wie lange wir gebraucht haben. Ich glaube, wir haben über eine Woche haben wir am Feld gearbeitet, ne? Aber guck mal, wie geil das jetzt aussieht. Immer, da fühlt man sich richtig wohl. Ich muss die Karawane noch hier hinbauen, stimmt. Habe ich vergessen. Okay, cool. Jetzt gehen wir uns noch Schoki holen. Ich weiß gar nicht, ob ich eine gefüllte Schalker-Box umfärben kann. Das werden wir gleich rausfinden. Ne? So einmal Schoki. Ah, hier hast du ja eine.
arbeite mal auf der Werkbank hier, ne? So. Tatsächlich, mit dem Inventar. Okay, Schoki ist hier braun. Schoki ist hier braun. Ja, wow. Wow, was für eine Erkenntnis du da gezogen hast. Ist ja Wahnsinn. So, ist hier Holz, wollte ich im Endeffekt sagen. So. Und dann fangen wir mal an. Erstmal die Sachen, die so gar keinen Sinn zu Holz machen. Oder die halt vorne hin müssen. Ne? Das wäre so. Perfekt. Dann hätten wir das schon mal gemacht. Dann können wir das mal ausräumen. Hier die Verbrauchskiste. Du rein. 5 Kessel hatte ich da. Ist egal. Die da rein. Schleifsteine. Nee. Dann gehen wir hier hin. Hier haben wir The Rotten Flash. Und Seeds kommen nach oben. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, den einen, den packe ich gerne hier hin, weil die da nehme ich mit nach oben. So, und dann machen wir die Bäumchen. Dann müssen wir hier schön da in die Reihe packen. Das sind vielleicht ein bisschen zu viele, aber ist okay. Lieber zu viele haben wir nicht genug. Guck mal, ist das Schwarzeiche schwarz? Boah, merkt ihr das? Die hat doch einen anderen Braunton. Ist doch egal. Sie passt drauf. Ist das, was zählt? Fischte? Oh. Oh, guck mal, hier ist eine. Ey, ganz im Ernst, so viel brauche ich nicht. Das da reicht doch vollkommen aus. So, und die Birke dahin. Und dann fehlt uns nur noch ein bisschen mehr Akazien. Finde ich sehr schön. Mit Akazien möchte ich gerne auch noch richtig coole Projekte mit euch bauen. Aber das machen wir, wenn wir mal soweit sind. Was hatte ich jetzt dabei? Das sind die Steine. Waren die hier? Nein, waren jetzt tiefer, ne? So. Bam, bam, bam. Oh. Ja, ich muss hier noch andere Kisten machen, Leute. Weil das nimmt Überhand. Das mag ich nicht, das will ich nicht. Aber ich muss ein bisschen die Position ändern. Also die Sitzposition. Oh. So, so machen wir das. Und dann wird hier in Keckland weitergearbeitet. Keine Ahnung, warum ich das gerade so genannt habe, Leute. Ist halt so. Ne? Guck mal, da 33. Lass einmal runterziehen. Die hier kannst du nach hinten versetzen und dann kannst du hier auch noch so eine Reihe machen. Super. Weil das ist ja das, was wir brauchen. Und sonst habe ich davon nichts mehr. Da gehen wir hier mal Richtung Fischte. Fischte. Super. Super. Das hier ist Schwarzeiche. Also die hier meinte ich. Dann Zaun-Schwarzeiche. Dann haben wir hier Tropianien. Super. Rap. Tu noch eins drüber. Und die stellen wir dann hier auch noch einmal. Super, so kann man das machen. Kann ja automatisch einräumen, das ist immer perfekt. Perfekt. Sand bräuchten wir auch noch. Rauen Mengen, wirklich in rauer Menge. Ja. Was haben wir denn noch? Eisen könnte weg, die Enderperlen können weg, die Erde kann noch weg. Wir haben noch Holz. Wir machen erstmal das Holz, ne? So, dann du. Da kommst du. Die Holzkiste hier in die Reihe, damit ihr wieder schön getriggert seid, dass ich wieder eine weitere Kiste hier habe, die ich nicht nutze. Aber ich sollte mal die Ender-Chest tatsächlich mal weglegen, nur wenn ich auf Reise tatsächlich gehe. Wenn ich mich hier aufhalte, dann macht das gar keinen Sinn. So, ihr raus. Könnt ihr auch dahin packen, so. Und euch möchte ich auch gerne nach unten haben. Super. Guck mal, hier habe ich auch noch davon. Haben wir hier noch ein bisschen Tropianien? Troppy, das klingt cool. Troppy. Jo, das ist wie Tutti Frutti, ne? Troppy Frutti. Pack das dahin. Super, dann ist das Fischte. Fischte haben wir hier. Gute alte Fischte. Das ist schwarz. Da haben wir aber hier noch Fischte, ne? Super. Oh, bisschen viele Stufen haben wir, ne? Da muss man dann nachher mal schön verbauen. Also was heißt nachher? Aber mal gucken. Mal gucken, ob wir diese Woche noch hinkriegen. Aber hier müsste theoretisch was. Das müsste sogar dahin, ne? Weil die Stämme müssten ja auch noch hier hin. Das ist ein bisschen heftig. Moment. Ich will die noch gern auffüllen. Super. So ist das für mich besser. Die Erde weg? Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Also haben wir wieder gut hingelegt diese Woche, ne? Muss ich wirklich sagen. Nicht wirklich. So, ich will einmal kurz schlafen. Du raus, ich rein. Ja. Wahnsinn, jetzt haben wir schon 11 Uhr gleich, ne? Puh. Für euch ist ja einfach nur, ne? Aber haben wir schon fast 3 Stunden gezockt hier. Pass auf, jetzt gehen wir nach vorne. Die Kartoffeln, sie müssen jetzt relativ gedacht. Nein, ich denke mal, die sind jetzt durchgebacken hier. 52 Kartoffeln. Kartoffeln hören jetzt, glaube ich, das neue ist. Ja, ich glaube, das wird jetzt so. Eisen rein. Super geil, sind versorgt. Enderperlen sind versorgt. Nein, sind wir nicht, aber reicht.
Dann würde ich sagen, hier ist ja die geile Kiste. Und dann packe ich die Truhe. Ne, die passt da nicht hin. Das ist halt das Problem. Ender Chest in Ender Chest. Und dann hätten wir eine Endlos. Ich kann eine Endertruhe in eine Endertruhe legen? Habe ich gerade Minecraft ausgetrickst? Ah ne, der Inhalt von der Truhe. Aber das würde bedeuten, wenn ich jetzt eine Truhe rausnehme, dass ich in der Truhe eine Truhe von der Truhe, der Truhe, der Truhe über eine Truhe haben, ne? Weil das da generiert ja normal eine Endlosschleife. Was ja normal ist, weil das da ist ja, ne? Wenn ich jetzt sage, guck mal, das ist das und ich packe jetzt eine Fackel da rein. Eine haben wir gesagt, ne? Und ich gucke da rein, habe ich eine Fackel da rein. Aber wenn ich jetzt aber die Endertruhe nehme, wo eine Fackel drin ist und die Fackel, die da drin ist, ist ja auch hier drin. Und wenn ich die Fackel da reinlege, dann habe ich eine Endlosschleife, weil die Fackel da drin ist und gleichzeitig hier die Kiste drin ist, weil die Kiste in der Kiste liegt und die Kiste eine Fackel hat. Steht mal das? Crazy, ne? Aber das da dürfte gar nicht gehen. Aber es geht. Ich mach's lieber nicht so oft. Nicht, dass den Minecraft mir abstürzt oder so. Ich weiß es ja nicht. Naja, pass auf. Die packen wir mal dahin in die Ecke. Dann haben wir hier die da drin, weil ich brauche die nicht. Die ist gerade leer, ne? Guck mal, dann habe ich hier mal eine 3 Wühlkisten dabei. Die hier muss ich noch ausladen. Ah, ich auch keine Lust. Habe ich keine Lust drauf. Pass auf, wir haben jetzt 31. Das ist super. Dann beende ich hier die Folge. Ja, gibt nichts mehr zu sagen. Ich beende es einfach hier. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao.